Politiker, das ist Propaganda. Nur Propaganda. Aber wir glauben das nicht. Wir sind ja die ganzen Jahre mit den Russen groß geworden. Sagen wir so. Überall. Wir sind jetzt überall Russenfahren. Es sind kaum Ukraine. Gibt es hier in Sachsen nicht. Mittlerweile uns bestellt. No. Die Leute, die an den Coronavirus glauben, die glauben hier, dass sie die auch hier, die den Medien glauben. Ja, die alles in Medien glauben. Aber man sieht doch hier, das ist. No. Wir kommen aus Görlitz, wir kommen von der polnischen Grenze. Mhm. Ja, bei uns in Görlitz kommen die ganzen Busse an mit den Ukrainern. Die werden dann in die Züge und werden dann nach Dresden und Leipzig gebracht. Wir wollen das gar nicht. Ja. Hat keiner gesagt, die Sperreumgang acht Jahre. Wir acht gucken. Jahre in, in Ukraine, okay. Ostukraine. Okay. Wir informieren uns. Ukrainische Ostukraine. Acht Jahre Krieg. Warum sagt keiner was? Also, genau. Haben wir auch alles genauso gesehen, genauso gesagt, auf alle Fälle. Wir informieren uns über ganz blöde Leute in Kiew. Also der Klitschko ist ein Verbrecher. Naja. Und der Zelensky auch. Schauspieler. Ja, Zelensky ist ein Schauspieler. Kokainsüchtiger Schauspieler. Millionär? Ja. Wir sehen durch. Ich sag mal was ganz Böses. Ich würde mir wünschen, dass Putin den Gashahn zudreht. Dann würden hier die Leute mal munter werden. Das sind die, die Propaganda betreiben hinter uns. Ach so, ja. Das ist die Lügenpresse, das ist die Propagandapresse. Das sind doch die, die die Propaganda schüren. Man respektiert das nicht, wenn man sagt, AD will man hier. Nee, aber die schüren ja die Propaganda. Wenn sie die Propaganda nicht schüren würden, dann wäre es auch gar nicht alles so, wie es ist. Aber warum gucken die Leute nicht mal ARD, ZDF, MDR? Genau. Warum guckt man nur nach Internet? Nee, warum schaltet man schon aus, wenn man es ARD? Weil nur Propaganda. Ja, vor allem man bezahlt, kaufen Geld, für nichts. Genau, zahlen für Propaganda. So sieht's aus.